Wie wird Klimaschutz im Rahmen von städtebaulichen Wettbewerben verankert und in konkrete Vorgaben für die Wettbewerbsteilnehmer umgesetzt? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Klaus von Zahn, Leiter des Umweltamts der Stadt Freiburg, in unserer zweiten Folge zum Thema klimaneutraler Stadtteil Freiburg-Dietenbach. Diese und alle anderen Podcast-Folgen zum Thema klimaneutraler Stadtteil Dietenbach gibt es auch als Video abrufbar unter www.akademie.com. Einfach clever. Der Podcast für die kommunale Energiewende. Schönen guten Tag, Herr von Zahn. Schönen guten Tag, Herr Schäffler. Herr von Zahn, wie ist denn genau der Klimaschutz im Rahmen des städtebaulichen Wettbewerbs verankert worden? Also ich denke, wichtig ist aufzuzeigen, dass der Klimaschutz eben tatsächlich von Anfang an mitgedacht worden ist. Und von Anfang an heißt, dass also im Grunde genommen schon seit etwa 2 bis 3 Jahren das Thema begleitend mitgeführt wurde. Der Vorlauf zum Siegerentwurf war ja durchaus aufwendig. Es begann 2015 mit einem sogenannten Testentwurf der Verwaltung, wo also dann geschaut wurde, was theoretisch auf der Fläche Dietenbach untergebracht werden könnte an Wohneinheiten, durchaus schon ein ganzes Stück weit städtebaulich durchgeplant. Und zu diesem Testentwurf hatten wir bereits ein erstes Gutachten gemacht, um das Thema Klimaschutz da direkt schon mit zu verankern. Das begleitete dann auch durch die zweite Phase, nämlich das war eine erste Runde eines internationalen städtebaulichen Wettbewerbs mit 28 Teilnehmern. Da gab es auch schon Grundaussagen zu energetischen Fragen, also Energieversorgung und Ähnlichem. Und insbesondere in der zweiten Runde dieses Wettbewerbs, das ist nämlich von 28 Entwürfen auf 4 dann das ganze Feld verengt worden. Diese 4 mussten dann jeweils ein Energieplanungsteam mit an die Seite nehmen, um sich für die Siegerphase am Ende dann auch im Bereich Klimaschutz richtig gut aufzustellen und zu qualifizieren. Das heißt, wir hatten im Endeffekt 4 Entwürfe Mitte diesen Jahres, die alle ein eigenes Energiekonzept hatten und immer mit dem Leitgedanken, dass es ein klimaneutraler Stadtteil werden sollte. Und im Endeffekt hat eben jetzt ein Entwurf gewonnen, der nun eben in die Umsetzung geht oder in die Weiterentwicklung mit einem Energieteam tatsächlich an der Seite. Es war ein Konsortium aus 2 Büros, die aber dann nochmal 2 dazugenommen haben. Also eine ganze Menge Sachverstand hat daran gearbeitet, den Siegerentwurf zu einer klimaneutralen Variante zu modifizieren. Wurde denn diese Positionierung des Klimaschutzkonzeptes irgendwie politisch positioniert oder war das jetzt eine Vorgabe, die von Ihnen, von der Stadtverwaltung kam, im Rahmen des städtebaulichen Wettbewerbs? Das war tatsächlich zunächst verwaltungsintern. Man kann aber quasi überleiten zur nächsten Folie, die sagen, dass wir in allen Beschlussdrucksachen und insbesondere eben dann auch in den Auslobungstexten für den städtebaulichen Wettbewerb diesen Leitgedanken des klimaneutralen Stadtteils verankert hatten. Also es war schon ein Stück weit gesetzt durch die Verwaltung, aber natürlich mit Beschlussrückenwind durch die Kommunalpolitik. Das war nicht unstrittig, weil es immer wieder Stimmen gab, die versuchten, das gegen preiswerten Wohnraum zu setzen als Gegensatz. Wir haben dann aufgezeigt, das ist kein Gegensatz. Man kann das gemeinsam zu einem guten Ziel führen. Und insofern gab es dann auch Mehrheiten für diese Bereiche. Und es war eben wirklich sehr wichtig, dass man direkt von Anfang an mit politischem Rückenwind unterwegs war. Denn natürlich gibt es auch in der Verwaltung immer verschiedene Stimmen. Und man muss sich dann eben zusammen herbeidiskutieren, was dann wirklich die verbindlichen Ziele sind für so einen Stadtteil. Aber das war relativ klar, dass die Klimaneutralität sehr hoch angesiedelt war in der Zielpriorisierung, weil das Gemeinderatsziel ist eben eine klimaneutrale Stadt 2050. Und dann muss ein neuer Stadtteil, der gebaut wird, eben auch bereits klimaneutral sein. Also von Beginn an, also nicht erst im Rahmen einer Konversion oder weiteren Entwicklung, sondern von Beginn an. Das ist sicherlich ja auch die Herausforderung. Können Sie vielleicht noch ein bisschen gerade an dem Entwurf nochmal erläutern, was waren denn so die Eckpunkte, wo dieses erste Energiegutachten denn die Lösungsmöglichkeiten identifiziert hat, um Klimaneutralität zu erreichen? Ja, das war in der Tat
auch spannend für uns als Fachverwaltung, weil uns gar nicht klar war, ob das geht in diesem Maßstab. Klimaneutrale Quartiere sind heutzutage in der Regel ein paar Einfamilienhäuser. Da ist das nicht so schwer, weil der Energiebedarf nicht so hoch ist von den wenigen Einwohnern. Wenn man aber mit 5, 6, 8, teilweise bis zu 20 Geschossern arbeitet, dann hat man natürlich einen enormen Energiebedarf und relativ wenig Fläche, um regenerative Energien gewinnen und nutzen zu können. Und so hat das erste Gutachten für den Testentwurf eben sehr intensiv die Potenziale vor Ort untersucht. Was ist denn überhaupt da? Wind war schnell ausgeschlossen, Wasser war ausgeschlossen. Was aber sehr zugutekommt, ist, dass der Hauptsammler des Abwassers von Freiburg an dem Gebiet vorbeifließt, sodass man also nicht das Abwasser, aber die Wärme des Abwassers nutzen konnte als Energiequelle. Gedanklich und natürlich in erster Linie Solarenergie. Das ist der große andere Punkt. Geothermie wäre auch denkbar, aber sehr stark eingeschränkt durch Wasserschutzzonen-Fragestellungen. Und diese Potenziale wurden halt analysiert und dann geguckt, was ist denn rechnerisch überhaupt möglich. Und deshalb war das sehr wichtig, dass wir direkt für diese allererste Phase, für diesen Testentwurf schon dieses Energiegutachten hatten, um belegen zu können, es ist möglich. Also deshalb konnte man mit diesen sehr klaren Forderungen in den Auslegungstext gehen, weil man einmal aufgezeigt hatte, doch, das geht und bitte belegt uns, dass es auch für den Entwurf gehen wird, den ihr hier ins Verfahren einbringt, in den Wettbewerb einbringt. Inwieweit wurde denn da die Mobilität auch mit berücksichtigt? Vorgabe für Klimaneutralität war eben natürlich die Gebäudenutzung mit Wärme, aber auch der Nutzerstrom, auch das ist ungewöhnlich, den direkt mit reinzurechnen, und die sogenannte Binnenmobilität, also jeder Verkehr, der innerhalb des Quartiers stattfindet. Da haben wir die Systemgrenzen eben dann einfach sauber definiert. Und der Anspruch war eben, für diese drei Bereiche eine Klimaneutralität hinzubekommen. Wenn man heute klimaneutrale Quartiere anguckt, wie gesagt, sind in der ersten Linie dann Einfamilienhäuser. Aber wir haben eben eigentlich auch immer nur die Gebäudenutzung als Kriterium für die Klimaneutralität. Wir wollten da ein Stück weitergehen. Das heißt also, durch dieses Energiegutachten oder Energiekonzept konnten Sie eben nachweisen, dass das geht, dass man also mit den Ressourcen vor Ort oder mit relativ CO2-armen Energieträgern eine Klimaneutralität erreichen kann und damit das eben auch als einen wesentlichen Eckpunkt für den städtebaulichen Wettbewerb mit vorgeben konnten. Eben. Also das war wirklich die fachliche Rückendeckung, weil ansonsten wäre es ein bisschen anmaßend gewesen, das den Städtebauern quasi als Vorgabe mit auf den Weg zu geben, ohne wirklich sicher sein zu können, dass das auch funktioniert. Deshalb war diese Vorphase wirklich wichtig. Sie sagten ja schon, politisch auch zum Teil umstritten. Was waren denn so die Befürchtungen oder die hauptsächlichen Kritikpunkte an dieser Zielsetzung? Da ging es in erster Linie erstmal um die energetischen Standards im Neubau, also die Dämmstandards, welche man da ansetzt, also ENF 2016, KfW 55, KfW 40 und so weiter. Und da war eben die Behauptung aufgestellt worden, dass die energetischen Standards enorm teuer wären. Ist ja von der Bauindustrie auch immer wieder befeuert worden durch Gutachten. Wir haben dann ein sehr konkretes Gegengutachten gemacht anhand von gebauten Projekten und haben belegen können, dass die Mehrkosten wirklich extrem gering sind, weil die Förderprogramme eben so hoch sind durch Bund und Land, dass eben die Gutachten der Bauwirtschaft stets ignoriert haben, dass man eine große Menge an Fördermitteln bekommt, wenn man höhere Standards macht. Und es lief darauf hinaus, dass man einen KfW 55 Standard plus Wärmerückgewinnung, das ist das sogenannte Freiburger Effizienzhaus, für etwa 1,5% mehr Investitionen errichten kann, aber dafür natürlich auch dauerhaft deutlich geringere zweite Mieten hat. Mhm. Und damit hatte man die Kommunalpolitik dann eigentlich so weit hinter sich gebracht, dass wir eben mit diesem Standard auch weiter agieren können, ohne dass der reduziert wird. Eine Verschärfung Richtung KfW 40 haben wir dann nicht mit auf den Weg gebracht, weil da dann wiederum andere Fragestellungen mit reinspielten. Und deshalb, das war der eine Punkt. Der andere ist das Thema Dachterrassen. Es ist klar, dass wir nahezu die gesamten Dachflächen brauchen werden für Photovoltaik oder für Sonnenenergienutzung, sagen wir jetzt mal allgemein. Und dass das Thema Dachterrassen für Vermarktungsfragestellungen, um dann eben teure Wohnungen verkaufen zu können, die dann quersubventionieren die preiswerteren Wohnungen. Das ist ein Diskussionsthema, was da auch sehr stark reinspielt und was uns auch noch begleiten wird. Mhm. Gab es denn, was ja heute, wir kommen ja zum Ende des Webinars nochmal dazu, dass es jetzt auch ein Bürgerbegehren gibt, wo ja auch
häufig, also ein Schwerpunkt ja auch die Flächennutzung betrachtet wird oder kritisiert wird, ja, die Versiegelung von Flächen. War das da im Rahmen dieser Diskussion auch schon ein Thema oder bezieht sich Klimaneutralität tatsächlich ausschließlich auf die Nutzstrom- und Wärmenutzung und die Binnenmobilität? Also das rechnerisch bezieht es sich auf das, was ich eben erläutert hatte, also Nutzung, Mobilität und Nutzerstrom, also Wärme, Nutzerstrom und Mobilität. Die anderen Punkte waren quasi im Vorfeld abgearbeitet. Also die Frage der Flächen, des Flächenverbrauchs in Anführungsstrichen, ist natürlich bei der Suche nach der Lösung für neuen Wohnraum schon reflektiert worden. Und da kommt man eben sehr schnell zu dem Ergebnis, dass wenn in Freiburg nicht in dieser hohen Dichte gebaut wird, und das ist, glaube ich, wirklich vorbildlich, wie dicht dieser Stadtteil werden wird, dann wird eben im Umland in deutlich lockerer Bauweise gebaut. Das zeigt jede Erfahrung der vergangenen Jahre und Jahrzehnte. Und man kann vom 3- bis 5-fachen Flächenbedarf ausgehen. Das heißt, es ist relativ klar, dass wenn man Flächen sparen will, dann ist Dietenbach wirklich die beste Lösung, die man machen kann. Natürlich kann man auch über Innenentwicklung sprechen. Auch das wird ja parallel genutzt, keine Frage, an vielen, vielen Stellen in Freiburg. Aber das bringt eben nicht die Anzahl an Wohnungen, die benötigt wird, um den Wohnungsmarkt endlich mal wieder auf ein etwas sozialeres Niveau zu bringen, was die Preise sowohl im Miet- als auch im Eigentumsbereich angeht. Gut, wie wurden jetzt diese Vorgaben konkret umgesetzt für den Wettbewerb? Genau, also es sind tatsächlich im Auslobungstext eben Vorgaben gemacht worden zu erneuerbaren Energien, zur Nutzung insgesamt vor Ort, dann eben zum Effizienzhausstandard, zu den CO2-Faktoren, wie man eigentlich bilanziert, damit wir es überhaupt vergleichen konnten und sind also mit sehr konkreten Vorgaben, aber auch mit klaren Beurteilungskriterien da reingegangen. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen, der mit städtebaulichen Wettbewerben zu tun hat. Viel Prosa ist schön, aber hilft erstmal nicht. Das müssen schon überprüfbare Kriterien sein und es muss auch deutlich werden für die Teams, die dann die Stadtplanung machen, dass das beurteilungsrelevant ist. Und solche Beurteilungskriterien stehen eigentlich immer im Auslobungstext mit drin und das ist durchaus sinnvoll, sich damit einzubringen. Und wir hatten eben zum Beispiel Kriterium Zielwert 28,5 Gigawattstunden Photovoltaik pro Jahr. Dann werden die lokalen Ressourcen genutzt, sind die Strukturen effizient, gibt es Beispiele, das ist natürlich im Maßstab Städtebau ungewöhnlich, aber eben gibt es Detailzeichnungen mal, Integration von Solaranlagen in die Fassade, in Dachform, weil klar war, wir werden auch Fassaden-PV benötigen. Und insgesamt ist das ganze Konzept überhaupt realisierbar. Mit all seinen Fallstricken, Links- und Rechts-Eigentumsfragen, vertragsrechtliche Ausschreibungsfragen, Fördermittel in Anspruchnahme. Also all diese Dinge wurden berührt und wurden von uns daneben auch überprüft. Gut, wenn Sie jetzt nochmal so zurückblicken, bis hin zu der zweiten Phase, wie ist das? Ist das aus Ihrer Sicht ein gelungener Prozess so gewesen oder was würden Sie jetzt in der Nachschau vielleicht auch für andere Kommunen empfehlen können, wie man so einen Wettbewerb oder den Klimaschutz im Rahmen von einem städtebaulichen Wettbewerb verankert? Also ich bin überzeugt, dass es wirklich ein guter Weg war. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich würde ihn genauso nochmal machen bei einem ähnlichen Stadtteil, der ähnlicher Größenordnung. Also man muss natürlich schon, das kann man nicht für jedes kleine Quartierserweiterung, kleine Quartierserweiterung machen. Dafür ist der Aufwand dann doch ein bisschen groß. Aber in dem Maßstab war es richtig, mit dieser Frühphase zu gucken, was ist möglich, dann mit sehr klaren Vorgaben in den Wettbewerb reinzugehen. Aber in der ersten Stufe auch ein Stück weit zurückzurudern, also zu sagen, nee, wir können nicht für eine so große Anzahl an Teams verlangen, dass wir 28 Energiekonzepte kriegen. Da waren wir also auch wirklich bescheiden und haben gesagt, nee, das ist die Phase, da wird erstmal im Wesentlichen städtebaulich gearbeitet und wir hatten nur eine Handvoll Basiskriterien. Und dann in der zweiten Phase, eben wenn das Feld enger wird, dann aber wirklich ins richtig Konkrete zu gehen und das auch technisch durchzuplanen. Also es ist, glaube ich, ein ganz guter und pragmatischer Weg, kann ich Ihnen empfehlen. Und besonders gut gelungen ist eben, glaube ich, wirklich diese Vertiefung in der zweiten Phase, weil wir haben jetzt wirklich ein Konzept, wo wir glauben, oder bei allen vier Konzepten bin ich überzeugt, dass man die ziemlich gut hätte umsetzen können, natürlich mit viel Arbeit,
aber dass die auf den jeweiligen Entwurf passten und dass man mit denen auch hätte weiterarbeiten können. Und das macht einfach jetzt die Arbeit für die nächsten Jahre sehr viel einfacher, dass wir eine sehr solide Grundlage zur Weiterführung haben. Wunderbar, das war eine sehr schöne Überleitung zu den 4 Konzepten, über die wir jetzt im Folgenden sprechen werden. Vielen Dank schon mal für den ersten Teil, Herr von Zahn. Gerne. Danke. Und in der nächsten Folge spreche ich mit Rolf Pfeiffer von Endura Kommunal über sein Energiekonzept zum städtebaulichen Entwurf des Büros K9. Das war Einfach Clever, der Podcast für die kommunale Energiewende. Alle Infos und Downloads zu diesem Thema und viele weitere Folgen finden Sie auf ekademie.com. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann liken und abonnieren Sie ihn doch einfach. Dann werden Sie automatisch über jede neue Folge informiert. Und wenn Sie selber ein spannendes Projekt realisiert haben, worüber Sie berichten möchten oder eins kennen, dann schreiben Sie uns unter hallo@ekademie.com. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.